in der Altersklasse von die gehabt, wo der Roman das im Ohr gesehen hat, die Menschen in die Nase platt drücken und diesen gewaltigen Kurzeln vorstehen. Ja, also wir brauchen in den Wettbewerb, aber Sie wissen noch, wir brauchen aktive, darauf rechnet die Regionaldirektion und eben die Sportler von den Street King Turnieren zum Beispiel in Gelsenkirchen. Da waren jetzt natürlich aktive. Die 350 Jugendlichen auf 12 europäische Länder, gestern beim Jugendcampus in Gladbeck, auch das sind aktive. Also hier brauchen Sie in den Wettbewerb und nochmal 1000 aktive darüber hinaus. Und der Staatssekretär hat jetzt gesagt, 1000 Jahre, dass das überhaupt möglich wird. Da muss man an dieser Stelle, wenn man die Zahlen hört, einfach auch sagen, man muss diesen Ehrenamt natürlich auch danken. Ohne die wäre es nicht gegangen, das ist doch ganz klar. Diese vielen Programmtage, diese vielen Standorten, den Fachverbänden vor allem. Ich habe zumindest bisher nur positive, zu wenige Gesichter gesehen bei den Fachverbänden. Sicher wird es auch hier und da Punkte geben, wo man sagt, wenn es dann weitergeht mit den Modellen, sind auch eine sehr gewünscht, das ist ja ganz stark. Da wird man sicherlich manche Lehrer ziehen, darauf ist gar keine Frage. Und es ist auch kein Geheimnis, wir hätten uns noch bessere Zahlen hinsichtlich der Menschen, die wir erreichen, gewünscht. Aber ich denke mal, mit 125.000 Menschen, die wir bewegt haben, das ist schon gewaltig. Und allein hier auf Zollverein gehen wir, das Konzert findet ja noch statt, wir werden gleich sehen. Die volle Storniert, ich gehe mal davon aus, es wird richtig voll, dann dürfen wir etwa 50.000, 55.000 Besucher dagegen erreicht haben. Was man auch sagen muss, Ziel des Ganzen war ja, wir bringen den Sport zu den Menschen, zu den Besuchern. Und das hat wunderbar geklappt. Oberhausen, am Zentrum. Das hat nicht ganz so gut geklappt, am Waldersee, muss man auch sagen. Also, wir lernen daraus. Ganz herzlichen Dank an Axel Biermann, da drüben sehen, Geschäftsführer der Rot Tourismus GmbH. Ganz herzlichen Dank von unserer Seite auch die Rot Tourismus GmbH, wir haben es ja gemeinsam gemacht. Die Rot Tourismus GmbH hat ja das Abendprogramm gemacht. Und wir bedanken uns an der Stelle. Dann nochmal ganz herzlich. Also, die komplette Sportgruppe natürlich, ohne den wir ja nicht auf dem Tourismus. Der ist auch schon. Da geht er wirklich.